plus 14. Da können wir aber wieder Zeichen reinsetzen, ne? Aber nee, wir behalten das. Nee, wir behalten den. Den kommt der weg. Der kann auch direkt weg. Der auch. Der auch. Der auch. Der auch. Den können wir auf jeden Fall anziehen. Das andere kann alles verkauft werden. Da könnten wir aber auch ein Zeichen reinsetzen. Ich vergesse immer. Oh, sorry. Es war keine Absicht. Ich habe mich nicht unter Kontrolle, Kinder. Beruhigt euch. Halt, warte. Ist es wichtig, woher das Essen stammt? Nee, das ist vollkommen egal, Hauptsache Essen. Die Hose, da könnten wir aber zwei Sachen reinballern, ne? Aber... den würde ich hier mal reinsetzen. Und denkt dran, wer wie vorher spielt, pinkelt nachts ins Bett. Ja, das ist ja richtig. Das ist ja vollkommen richtig. Jetzt hier was Neues, Lilly. Wir hätten auch hier irgendwie was Neues gefunden, ne? Zeig mal, wo denn? Ja. Hier war trinken. Hier war auch irgendwas. Glühendes Erz. Wieso kann ich eigentlich dieses Bestienöl jetzt beispielsweise nur einmal herstellen? Man kann das leider nicht auf Vorrat nehmen, ne? Katze. Was für Teebeutel. Calcium. Wir müssen mal gucken. Salpeter und Calcium. Ob wir das irgendwie... Solange die Schüssel voll ist, nicht meine Schuld, dass er unter den Wirten begraben. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenen... Ja, ja. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier durchgucken. Geht ja auch so. Aschefasern. Hier eigentlich? Feder. Mhm. Das kostet
kostet auch alles voll viel Geld, ne? Aber wir haben auch 4000 Piepen auf Tasche, ne? Aber okay, wir gehen erstmal auf Handel. Wir verticken einfach alles, hatte ich gesagt, ne? Ach Gott, der muss ich hier erstmal reparieren. Das kann ja nicht davon auskaufen. Wir hatten ja kein Geld. Ein bisschen was hat er noch. So woanders verkaufen. Würde ich die zwei Handschuhe noch. 14, da kriegt er nichts mehr für. Keine Ahnung, lange her, wo ich das gespielt habe. Lass die armen Katzen in Ruhe. Ich habe nichts gemacht. Also ich habe nur angemerkt. Hat der hier Feindes für uns? Noch was, dann können wir das nämlich noch verkaufen. Silber. Hat ja auch nichts mehr hier, ne? Wie viel hat er denn? 17, 34. Wir kaufen einfach mal von ihm. Oha, voll teuer. Warte. Beruhigt euch. Drei davon. Acht noch. Oha, richtig teuer. Hier, wir kaufen noch Saft, dass er das Geld hat. Ja, hier, komm. So, jetzt wird die Bums los. Hallo Christian, grüß dich. Christian, wie geht's dir, Alter? Schön. Was schnieft denn der so? Ach, die Handschuhe können wir ja quasi jetzt auch verkaufen, ne? Und wir können da jetzt sogar noch ein Zeichen reinsetzen. 2%. Setzen wir noch das da rein. Haben wir noch. Aber gut, verkaufen. Machen wir bei den anderen, weil Geld passt denn nicht mehr. Haben wir hier irgendeinen Punkt frei? Nee. Okay. Gut. Dann gucken wir mal Quest. Finde den Treffpunkt der Liebenden, genau, das war's. Da waren wir doch aber schon mal. Irgendwas war doch da. Irgendwas war da kacke gewesen, ne? Ich glaube, da war doch diese alte blöde. Ich weiß es gerade nicht. Ja, Alter, das ist alle die Schnauze. Okay. Sorry, mein Hitter. Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Ja, das war's. Ich weiß. Ich erinnere mich. Da bin ich echt nicht so gut. Mit diesen komischen Zeichen, Moped. Habe ich eigentlich meinen Heiltrank auf Tasche? Muss ja auch klappen irgendwie, ne? Was ist das hier? Habe ich eine Schwalbe auf Z, okay.
Jo, jo, beruhig dich. Wow. Was ein Krach, Alter. Ein bisschen Mühe gibt, dann geht das auch. Nur ein bisschen. Könnte man jetzt theoretisch, ich hätte jetzt... Oh. Dreimal Schwalbe. Könnte ich jetzt wieder Schwalbe machen? Weil eigentlich habe ich doch, glaube ich, alle Zutaten dafür, ne? Das habe ich noch nicht so ganz. Das ist nicht so ganz. Gut, holen wir uns mal die Belohnung ab. Ruhig, Plätze, ruhig, Diene. Ruhig. Hallo Bernd, grüß dich. Ist nicht einfach. Überhaupt nicht. Ja, ich bin auch froh, wenn das Jahr vorbei ist. Sei gegrüßt. Was willst du? Hanna aus den Wäldern ist fort. Ich habe sie besiegt. Puh. Und sie kommt auch nicht wieder? Nein. Nein. Ich weiß, wie man Nachterscheinungen endgültig los wird. Ja, natürlich. Deine Belohnung, wie vereinbart. Vielen Dank dir, Meister Hexer. Dean, alles gut bei dir? Leb wohl. Helfer in der Wildnis nicht das sagen. Sehr schön. Wir längst... oh. Lass mich in Ruhe. Oh. So, dann schauen wir mal weiter. Achso, jetzt können wir mal wieder was Kleines auf der Map nehmen, ne? Du lebst, das ist schön. Komm, nehmen wir den da unten, erkunden wir den Ort mal ganz schnell. Ran hier. Du siehst aber gar nicht gut aus. Bekanntmachung, ja, das ist. Da habe ich keine Aktie mit. So. Warum solltest du auch nicht? Guck mal, schon Tag gewesen heute, aber sonst passt's. Ja. Meine komischen Tage sind jetzt vorbei. Hoffentlich, weiß ich nicht. Also beim Kind ist gerade auch irgendwie was nicht richtig. Mal gucken. Vielleicht wird es auch wieder komisch, die Tage. Lass ihn nicht zu Atem. Ups, das war falsch. Aua. Dich plündern, wenn du brennst. War das gerade ein Schinkenbrötchen? Ah, hier sind wir auch schon 100-mal vorbeigeritten. Jalla. Ja.
Nimm die auch nur auseinander hier wegen gegebenenfalls Fleisch irgendwie mal so, ne? Hier zum Beispiel, da zum Beispiel. Und dann kann man die ab und zu mal. Wir müssen jetzt nicht jedes Mal mit Wölfen, weil wir Wölfen anhalten, ne? Auch wenn wir hier jetzt die Vorhersage laufen haben, aber bei Wölfen stirbt man ja eigentlich in der Regel nicht mehr sonderlich, ne? Können wir die jetzt auch außen vor lassen, müssen wir nicht mehr unbedingt anhalten oder Wildhunde. Laufplätze! Todesmarsch? Nein. Das hatte doch, wie hieß er? Klimpertod, der hatte doch Todesmarsch gemacht. Meister Hexer, hilf einem alten Mütterchen. Wenn das Spiel nicht so lange gehen würde, würde ich mir das natürlich danach auch mal angucken, aber das geht mir zu lange, das Spiel. Um mir das danach nochmal anzugucken. Oha! Was soll das? Da mein Schwein humpelt. Sag ich, sag's dich! Kira. Hallo Gina, guten Abend. Wo ist er da? Das ist auch so ein Übel, musst du durchsuchen. So ist's gut. Musst du durchsuchen, dann geht's doch nicht so lang. Ach so. Ja. Bin auch mal wieder hier. Warum schreist du denn gleich so, Gina? Nur am Rumschreien gleich. Ist auch mal wieder da und schreit gleich voll. Ach komm, keine Wölfe mehr. Müssen doch alle mitbekommen. Achso. Ich hoffe, dir geht's gut, Gina. Junge, warum hat ein Plötze eigentlich kein Licht? Das verstehe ich nicht. Warum hat er keine Scheinwerfer? Oder irgendwie sowas in der Richtung. So ein Dynamo unten am. Kann da Kira nicht mal irgendwie was erfinden? Die zwei Schwerter brauche ich, um mir eins davon ins Ohr zu schieben. So viel ist auf jeden Fall sicher. Na klar, kostet aber. Ja, ist ja gar kein Problem. Da sind wir doch flexibel. Du musst ja auch die Fackel in den Po stecken. Oha. Was sind das schon wieder für Töne? Ja, hier gehen wir weiter zu Fuß. Hier jault er wieder rum. Oha. Hallo Eggy, guten Abend. Abtauchen. Jo, 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 Eggy, auch mal da. Ich wollte vorhin Eggy erst fragen und fragen, ob er es gut ist, aber das sieht auch immer so doof aus dann, ne? Das sieht immer total doof aus dann. Wenn man fragt. Ja, man sorgt sich ja, ne? Ich bin hier nur auf der Durchreise, Kinders. Ihr braucht hier gar keinen Alarm machen. Mann, Mann, Mann.
Oh, ein Bär. Nee, das ist ein Wolf. Ja, ist doch das Gleiche. Warte mal, warum genau ist er gerade? Das will ich doch gar nicht. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich zu den Grünen, ich bin zu den Gelben gegangen. Oh, Mann, oh. Gehen wir hier hin. Ich wollte ja ein bisschen was erkunden. Oh. Und dann machen wir, finde das Schiff. Nachdem ich mir einen Kaffee gemacht habe, machen wir mit dem Schiff. Und geht's mit der Hauptstory weiter. Nehmen wir. Sag ich! Sag nicht! Sag ich! Raus. Schön. Warum kann ich eigentlich keine Sonnenblumen mitnehmen?